Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft Sommerland. Der Tommy ist auch wieder am Start und der Po natürlich auch. Und heute seht ihr ja, wir sind nicht mehr am Ast oben, sondern wir haben uns jetzt mal zu Herzen genommen, dass da ein paar Kommentare kamen, dass das Schiff doch noch ein paar Modifikationen vertragen könnte. Genau, es ist ja so, muss man erklären, da die Folgen, da wir ja immer im Blog aufnehmen und dann eben eure Kommentare erst zwar quasi bekommen, wenn wir schon fertig sind mit aufnehmen, können wir da leider immer direkt ja nicht so drauf eingehen, aber jetzt ein paar Folgen später natürlich. Und unter den Schiffsfolgen haben wir eine ganze Menge Kommentare, also erstmal sehr viele nette natürlich, vielen Dank dafür. Eigentlich überhaupt kein Unnettes, muss man sagen. Ja. Aber eben auch sehr, sehr gute konstruktive Tipps und die wollen wir jetzt natürlich umsetzen. So, und da ist zum einen vermehrt, habe ich hier gelesen, als Beispiel mal hier der LRuff T-Vision, dass wir die Masten höher bauen sollen. Also wenn man jetzt mal ein bisschen von weiter weg guckt, das stimmt vielleicht sogar, dann sind die beiden Hauptmasten im Verhältnis zu dem großen Schiff noch ein bisschen niedrig. Dass wir die einfach länger machen beide. Und dass wir an die beiden Masten jeweils noch ein zweites Segel setzen. Also dass man nicht nur oben so eine Wulst hat, sondern darunter dann noch eine Wulst, dass quasi eben, ne, ihr wisst, wie wir es meinen, dass halt zwei, ist ja logisch. So, und da bauen wir jetzt einfach doch direkt mal alles ein bisschen höher. Genau, ich reiße das eine Segel schon mal ab. Ist das, und ich reiße hier kurz die Station ab, dass wir die nachher höher setzen, also den Ausguck. Ist ja auch alles schnell gemacht. Genau, und ich mache hier vorne den Rumpf etwas, beziehungsweise die Spitze des Schiffs neu. Genau, da haben wir auch, Moment, ich suche kurz einen stellvertretenden Kommentar raus. Hier von Jan K. zum Beispiel. Hallöchen, nichts gegen euer jetziges Schiff, aber könntet ihr den Bug vielleicht etwas länger machen? So sieht das sehr unnatürlich aus und versucht doch mal bitte, wie es aussieht, wenn die Segel wie auf spätmittelalterlichen Schiffen kleiner und mehrere an einem Mast sind. Also auch nochmal mehrere Segel an einem Mast. Und dann schreibt er noch, ich denke, das kommt ganz gut, macht weiter so. Dankeschön. Okay, dann wird es doch mal. Machen wir den einfach noch höher. Da müssen wir nur das Kreuz auch höher setzen wahrscheinlich, oder? Oder, ach so, nee, Quatsch, du baust ja jetzt hier ein Segel und dann bauen wir hier irgendwo. Ja, genau, eins. Also der zweite Mast, weiter vorne, der war ja eh schon, da war das Segel, was dran ist, schon ein bisschen niedriger. Das habe ich einfach mal gelassen. Dann können wir den zweiten auch noch höher bauen und die einfach jeweils gleich hoch machen. Das ist ja auch meistens bei den Schiffen so. Und dann, genau, und dann machen wir noch so ein paar Unterbrechungen hier rein in die Segel. Dann sieht es aus, als wären das ein paar mehrere. Jo, und der Tommy hat hier schon so ein bisschen, dass das Schiff eben, ihr seht es, ich guck mal gerade von oben drauf, es ist halt noch, es war halt sehr globig und es soll nach vorne ein bisschen spitzer zulaufen. Genau. Macht ja auch Sinn bei einem Schiff. So, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen spitzer geworden. Ja, ist schon sehr viel spitzer geworden, wollte ich gerade sagen. Sieht schon besser aus, auch von unten so. Man natürlich, guck mal währenddessen nochmal ganz kurz hier. Der Dragonitch schreibt, oder ich hoffe, ich spreche es, oder Dragonitch sagt ein paar gut gemeinte Tipps. Der vorderste Mast ist noch unrealistisch. Normalerweise hat ein Schiff einen Bugspriet, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, ich bin in der Seefahrersprache nicht so bewandert, also einen auf dem Bug aufgelagerten Mast. Außerdem darf man bei der Versorgungsluke selbst die Klappen nicht vergessen, sonst läuft ja immer, wenn kein Schiff vor Anker liegt, Wasser in die Luke. Das ist richtig. Aber die Klappen nach unten, die kommen auf jeden Fall noch da in dem Versorgungsschacht. Und der Kran, der fehlt ja auch noch. Die Idee mit dem Kran findet er übrigens sehr cool, schreibt er noch. Also auch vielen Dank für deinen Kommentar natürlich. Genau, sowas habe ich mir auch schon gedacht. Eigentlich muss hier vorne noch so ein Licht drauf. Oder eigentlich, also man kann ja leider nicht hier jetzt so eine Frauenfigur dran bauen oder so, die vorne an einem Schiff eigentlich hängt. Ja, leider nicht, aber irgendwie so eine Galionsfigur, irgendwas in der Art bräuchten wir eigentlich schon. So, leider. Lass das mal provisorisch da gerade. Kurz was in den Materialien. Schwarzeichenholz hatten wir auch da oben, glaube ich, genommen. Damit. Oh. Baue ich hier mal den Ausguck nämlich wieder hin, der war ja jetzt verschwunden. Auf mysteriöse Art und Weise. Ja,
Town drauf. So hatten wir das ja. So, der Ausguck ist wieder am Start. Mast ist, sagt man Mast, die Masten, sagt man, dann sind schon mal viel größer oder höher. Und noch gar keine Brücke rüber auf das Schiff gebaut, sehe ich gerade. Was meinst du? Irgendwie von den Stegen auf das Schiff rüber gibt es noch. Achso, ja, das stimmt. Bisher liegt es einfach nur da und man kann es nach unten entladen. So, und was machen wir jetzt mit dem Segel hier vorne? Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ein auf dem Bug aufgelagerter Mast sein. Ach so, ja, ja, okay, ganz vorne. Muss der irgendwie... Okay, den Bug berühren. Das heißt, der muss... Weiß nicht. So, so? Einfach. Problem gelöst. Das halt so, ja. So liegt er jetzt zumindest auf. Und da haben wir jetzt zwei Segel dran. Da hinten auch noch Beleuchtung so, drauf. Achso, hier stimmt, bei dem hier müssen wir noch weitermachen. So, ich gucke nochmal ganz kurz, irgendjemand hatte auch noch geschrieben oder mehrere, dass natürlich das Fahrerhäuschen ein bisschen zu globig ist. Der Lorenz schreibt noch, es wäre auch cool, wenn ihr die Masten so mit Zäunen verbindet. Da weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, ich weiß, was er meint. War hier oben. Wo irgendwie. Da sind meistens noch so Seile gespannt zwischen den Masten. Ach so, ja, meint okay. Er? Ja, die könnte man halt auch von hier oben noch nur nach unten machen, auch jeweils zu den Segeln noch. Auch krass. Unten anfangen. Genau, genau. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint erst, okay. Sowas vielleicht irgendwie in der Art. Ja, sieht auf jeden Fall noch ein bisschen dekorativer aus. Ich meine, es sind dann sozusagen unsere Seile, ja. Die hier rumhängen. Da muss halt ein richtiges Schiff sein. Ja, und wie gesagt, das Fahrerhäuschen war vielen ein bisschen zu globig, aber man kann damit leben, war, glaube ich, so der Konsens. Klar, es ist super globig, weil es ist jetzt ziemlich angelehnt an ein Frachterschiff, wovon wir ja erst ausgegangen sind beim Bauen. Also, dass einfach nur hinten so ein Gesundheit irgendwas ja, draufsteht. Das wäre jetzt natürlich bei einem Piratenschiff oder so, würde das natürlich ganz anders aussehen. Aber es ist ja hier eher so als Frachtdampfer auch gedacht. Also nicht als Dampfer, aber als Frachtsegler. Ja, sonst designen wir das vielleicht auch. Vielleicht designen wir das ja auch nochmal neu. Ja klar, Gesetz ist ja eh nix. Ja, alles immer nur so ein bisschen unsere Ideen oder unsere Vorschläge. So, jetzt gucke ich einmal noch, dass wir hier auch nichts vergessen. Wir haben ja auch schon zwei Folgen dazu gemacht. Ich gucke nochmal ganz kurz in die davor, nämlich auch. Sorry, wenn ich jetzt hier ganz kurz nur so blöd rumstehe. Warte, ich zeige euch mal wenigstens das Schiff. Was da so treiben. Jetzt gucke ich euch mal zu. Und? Wie findest du es so? Oh. Das ist nicht schlecht. Wir sollen links und rechts von dem Zufluss hier in der Dings noch ein paar Pferdeställe hinbauen. Dann könnten die quasi die Schiffe da durchziehen, hier in den Kanal rein. Ja, warum nicht?
Oh, und ganz wichtig, das sehe ich ja jetzt erst. Zum Glück haben wir in die alte Folge geguckt. Wir haben ja die Leute gefragt nach dem Schiffsnamen. Wir haben ja gar keinen Namen dem Schiff gegeben. Genau. Okay, also Vorschläge kommen jetzt mal rein. Ja, ihr passt auf. Alles Tobias klar. Sagt, I Reagenzglas. Das ist gar nicht so schlecht, weil ja, also oder einfach nur Reagenz vom Dragonage wieder. Weil es ja quasi ein Segelschiff ist oder ein Containersegelschiff, irgendwie eine Mischung aus beidem. Die Massive oder die Massive ist auch nicht schlecht. Ist echt auch nicht schlecht. Die massive Jolle. Kieselstein ist ganz stark für Winifred. Winifred finde ich persönlich ja super. Der Thomas sagt also einfach die Pandoria, ist natürlich auch gut. Oder Moby Dick haben wir hier noch von Phoenix, weil es ja so ein dicker Frachter ist. Finde ich alle gut. Ah, die Massive und die Reagenz. Also wir müssen wahrscheinlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich müssen wir eh noch mehr Schiffe bauen. Dann können wir einfach alle verteilen, alle Namen. Weil ich finde die alle ziemlich cool. Ja, wir wollten ja eh noch ein paar Schiffe dazu bauen. Also das... Das ist ja nur der erste, ist nur der Prototyp von einem Segelfrachter. Hält mir schon echt gut. Wir könnten mal noch diese Lampe, die hier überall hinbaut, ganz da oben auf den Mast draufsetzen. Ganz oben drauf. So. Nicht, dass das Luftschiff mit dem Mast kollidiert, wenn es mal niedrig fliegt. Da hinten guckt es durch die Lianen durch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein massives Schiff und ein massives Luftschiff. Das ist auf jeden Fall, wir können zumindest jetzt schon mal ein bisschen hier hin und her fahren zwischen den Welten. Du hier. Verkleide mal noch ein bisschen hier so. Ich wollte ein bisschen Textur außen dran bringen. Muss man ja immer mal gucken, was der Tommy so macht. Aufpassen. Ja, man weiß nie, ne? Kann auch ganz schnell alles kaputt sein hier auf dem Schiff. Ein Feuer und alles brennt, sage ich euch. Hier unten drin auch ist echt so viel Raum in dem Schiff. Können wir ganz schön was reinlagern. Hier völlig random irgendwo diese ganzen Lampen. Boah, und wie heißt das nochmal? Heißt das nicht Tampen oder so? Diese Dinger, wo man in die Segel hochklettert, die so am Rand sind. Also so wie so... Boah, also das wie so Bahnen von Netzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber nicht, wie man es nennt. Auch am besten mit dem Zahn. So, hier sind jetzt schon mal so Luken. Müssen wir uns irgendwas noch überlegen, wie wir hier auch zumachen können am besten. So, da sind die Leitern. Ja, da müssen uns noch eine gute Mechanik einfallen hier unten. Wenn das Schiff jetzt zumacht und losfährt, dass dann nicht quasi Wassereinbruch ist. Ja. Keine so optimale Lösung gefunden. Wäre cool, wenn man direkt hier im Archihafen direkt ein Schiffswrack ertauchen könnte. Ja, genau. Ist auch nicht im Weg oder so dann. Ja, echt, wenn es untergeht, steht es ja immer noch zur Hälfte raus wahrscheinlich, ne? Das Schiff hier, ja. Das ist jetzt ein bisschen größer geworden, ja. So, ich habe trotzdem mal unten ein bisschen was rumgewerkelt und hier wollte ich auch noch die Eisenfalltüren austauschen. Rein. So. E-Leitern runter und hier vorne bauen wir dann an.
kann man eben dann alle aufmachen, wenn wir unten das Ding füllen müssen. Jetzt auf, ich stehe jetzt vorne auf der Titanic quasi. Ja. 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 Ich stehe auf der Titanic. Ja, Platsch. Ach ja, hier ist ja dieser unterirdische Gang zwischen den beiden Türen. Den habe ich schon wieder ganz vergessen. So, jetzt hat das Führerhaus auch mal ein paar Fenster bekommen hier. Ach ja, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn der Captain mal irgendwas sehen kann. Ja. Wäre ganz gut. Der hat ja schon kein Steuer, kann er wenigstens was sehen. So, hat er doch eine ganz gute Sicht. Ja, das finde ich cool. Die Fenster passen auch gut in das Schiff. Ja, ich weiß gar nicht, was meint ihr so langsam? Nimmt es doch Form an. Also es ist schon sehr viel weiterentwickelter als letztes Mal. Ja, finde ich auch. So funktioniert es halt gut. Wenn wir einen Prototyp bauen und dann kommen die ganzen guten Kommentare, dann baut man die ein und dann hat man zusammen was Cooles hier hingesetzt. So gefällt mir das auf jeden Fall. Das gleiche gilt jetzt fürs Luftschiff. Das haben wir in dieser Session aufgenommen. Da wissen wir noch gar nicht, was ihr dann dazu sagen werdet, aber da kommen bestimmt auch gute Tipps. Luftschiff. Das wird richtig cool noch alles. Ich glaube auch. So, und damit sind wir auch schon wieder über der Zeit und freuen uns auf die nächste Folge, sagen danke fürs Zusehen wie immer und für eure Tipps und Kommentare natürlich und dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal fabrizieren. Ich glaube, wir gehen mal wieder in Richtung Farm, Kochtopf da hinten weiter gucken. Stimmt, da wartet noch was auf uns. Da wartet noch was. Könnte sein, dass da was wartet, ja. So, hier nochmal ein schönes Sonnenuntergangsbild mit dem Hafen, ganz idyllisch. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.